Ja, die Corona-Welle in China, die ja massiv grassiert, bereitet vor allem auch in Europa noch vielen Staaten Kopfschmerzen. Gestern hat eine Umfrage ergeben, dass die meisten der EU-Staaten dafür sind, verpflichtende Tests für Einreisende aus China zu verhängen. Die Bundesregierung sieht das anders. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will zwar ein einheitliches europäisches Vorgehen, von diesen Tests hält er jedoch nichts. Corona-Tests für Passagiere aus China? Darüber beraten heute Gesundheitsexperten in Brüssel. Am Frankfurter Flughafen sind Masken eher selten. Getestet wird nicht mehr. Derzeit kann aus China jeder einreisen, ohne Testnachweis. Und nicht jeder findet das gut. Lieber testen lassen, weil eben es kann wieder schlimmer kommen. Dass sich das im Moment ja unwahrscheinlich verbreitet da drüben, eigentlich keine Kontrolle mehr da ist. Ich denke mal, die Mutation, die sich durch diese massenhaften Ansteckungen dort jetzt ergeben könnten, den sollte man jetzt von vornherein Einhalt gebieten. Im Dezember war ein Fünftel der Bevölkerung in China infiziert. Peking gibt nun keine Informationen mehr heraus, aber Experten sind sich sicher, die Zahl dürfte jetzt höher liegen. Die Krankenhäuser sind voll, die Forscher beruhigen, aber neue, gar gefährlichere Varianten aus China seien unwahrscheinlich. Ja, emotional und für Fachfremde hört sich das so an. Viel Infektionen, da können auch neue Varianten entstehen. Aber es ist genau umgekehrt eigentlich. Solche Immunfluchtvarianten, also die Immunität unterlaufen könnten, die jetzt hier in Europa ja sehr breit aufgestellt ist, die werden dort entstehen, wo es schon viel Immunität gibt. Denn wenn es so eine Variante gibt, die hat einen Vorteil da, wo viele immune Menschen sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Immunfluchtvarianten entstehen, ist größer in den Ländern, die eine hohe Immundecke haben, wie zum Beispiel in Europa oder Nordamerika. Tests seien nicht nötig. Und auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach gibt sich entspannt. Der einstige Corona-Warner will keinen deutschen Einzelweg und wartet auf die Brüsseler Entscheidung. Doch Länder wie Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, ganz Nordamerika, Australien, Indien sowie Südkorea fordern ab morgen bei Einreise aus China einen negativen Test. Der Weltärztepräsident geht noch weiter. Also China ist momentan ein riesiger Bioreaktor, in dem Millionen von Infektionen völlig unkontrolliert, völlig unbeobachtet ablaufen. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir auch in Deutschland, wie in vielen anderen Ländern der Welt, nicht nur eine Testpflicht einführen, sondern auch eine Quarantäneregelung für positiv Getestete. Testpflicht, gar Quarantäne. Heute Abend soll es eine europäische Lösung geben. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.